Liebe Ehemalige, es sind zwar noch nicht alle von euch eingetroffen, ich möchte euch aber an dieser Stelle schon einmal... Ja, was ist denn? Ja, Sie sind doch die Dame, die ja alles so wunderbar organisiert hat. Ja, Chrissy, also Christiane Neumann. Ja, schön für Sie. Auf jeden Fall, der Küchenchef wird fragen, wird endlich mal die Vorspeise servieren können? Nein, ich habe sie nicht alle beisammen. Ja, das glaube ich sofort. Wow, Chrissy, du siehst so toll aus. Du hast dich in 30 Jahren überhaupt kein Stück verändert. Soll ich das als Kompliment erfassen? Ja, sicher, was denn sonst? Ach, Uwe, im Leben einer Frau gibt es genau drei Phasen. Jung, nicht mehr ganz so jung. Mensch, du hast dich überhaupt nicht verändert. Sag mal, wann bist du denn angereist und bleibst du über Nacht? Ja, ich bin heute Mittag angereist und ich bleib über Nacht. Außerdem war ich schon im Fitnessraum im Keller unten. Ey, das ist eine tolle Sache, sollte ich da auch mal probieren. Aber es ist doch erstaunlich, dass aus uns allen was geworden ist. Hm? Im Fernsehen, da sieht man ständig diese Filme mit Klassentreffen und so. Und am Ende muss einer nach dem anderen zugeben, dass er der totale Versager ist. Hm? Aber das wird uns ja hoffentlich heute Abend erspart bleiben, oder? Mhm. Rubi, ich sehe schon, aber jetzt sollten wir erstmal zum offiziellen Teil des Abends übergehen. Und wer wäre? Na, die Gäste begrüßen. Ach, das hast du noch nicht. Ach Gott. Cool, dann. So, dann hoffe ich jetzt mal ohne Unterbrechung. Heilige, es ist kaum zu glauben, dass wir genau in diesem Saal sind. Hey, sieht soweit alles gut aus. Ja, passt. Wenn man nur so fest schlafen kann, wenn die in 15 Minuten nicht da ist, dann lasse ich mir den Schlüssel von der Rezeption geben. Die verpasst ja noch unser ganzes Fest. Nimm doch die Bude. Die Suppe ist jetzt kalt. Oh. Das ist mal weg. Mann. Ja, weg. Nichts zu essen, ey. Fuck. Wie geht's dir in Amerika? Sag mal, ist das nicht die Beate Quast? Ja. Aus der Para? Ja. Die habe ich doch gar nicht eingeladen. Hey, und wie die aussieht. Immer noch so trutschig wie früher. Und die Frisur. Mein Gott, hättest du mich noch wiedererkannt? Ja, auf Anhieb. Ich bin ja seit 28 Jahren mit ihr verheiratet. Du? Ja. Und Simone? Ja. Verheiratet? Man muss nett zu mir sein. Nett sein ist nicht abendfüllend. Weißt du was? Wer reich ist, und zwar glücklich. Aha. Und wie äußert sich das? Ich habe lange darüber nachgedacht. Aber jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich werde dich verlassen, Uwe, und zwar sofort. Schon wieder. Hast du mich nicht erst letztes Wochenende verlassen? Ich glaube, am Sonntag um 20 Uhr zur Tagesschau, um genau zu sein. Ne? Und um 20.15 Uhr zum Tatort warst du wieder pünktlich zu Hause. Und wie lange gedenkst du mich diesmal zu verlassen? Hallo, Sherlock, bleibst du bei mir? Ist das hier das Klassentreffen vom Deutsch-Orden-Gymnasium? Ja, das ist es. Sind Sie zufällig Frau Beate Sparrerlapp? Nein, ich bin Simone Bündner. Beate ist noch oben auf Zimmer 339 und wird gerade gedeckt. Kann ich Ihnen dabei helfen? Vielleicht. Hauptkommissar Peter Kolumbus? Ja, gut. Okay. Entschuldigen Sie, meine Frau. Der Dackel hat Fieber. Schon seit 2 Tagen und frisst nichts. Wahnsinn. Naja, gut, aber wo waren wir gerade stehen geblieben? Beate ist tot! Ich habe gerade die Polizei gerufen. Ah, die ist schon da. Oh,
Das nenne ich ja mal gutes Timing. Keiner verlässt das Haus! Was? Was? Wegen was? Der Stubenköter wurde ermordet, auch wenn schon 30 Jahre her ist. Und jetzt liegt Beate tot in ihrem Zimmer. Und die ist doch womöglich nicht an Altersschwäche gestorben. Und? Was einer von uns? Vor genau 30 Jahren fand ich in diesen Räumlichkeiten die Abi-Feier des Deutsch-Orden-Gymnasiums statt. An diesem Abend gibt es genau zwei Besonderheiten.